Bachheimer.com, wir sind keine Putinisten. Bachheimer.com hat diesen Krieg nicht begonnen. Und wir haben zwar sehr viele Leser dazu gewonnen, mittlerweile liegen wir zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen Leser, also Besuche, und bei über 10 Millionen Klicks auf der Seite pro Monat. Wir haben sehr viele Leser dazu gewonnen, aber uns wäre lieber, wir hätten weniger Leser und hätten diesen Krieg nicht. Da wir uns aber auch als unabhängiges Medium verstehen, müssen wir über diesen Krieg berichten. Das macht nicht allen von uns Spaß. Es ist einfach zu ernst, die ganze Angelegenheit. Und wir würden lieber über andere Dinge reden. Und von diesen hunderttausenden verschiedenen Lesern, die wir haben, gibt es 10. Ja, das ist wirklich, kann man sagen, ein 20.000stel, die uns sehr hart kritisieren. Und das würde uns normal nicht stören. Wir bringen auch gute Kritik oder fundierte Kritik, aber die werden beleidigend und es wird immer härter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das wirklich satt. Bachheimer.com bemüht sich, ein differenziertes Bild zu bieten. Und ich verstehe nicht, dass Menschen, andere Menschen derartig angehen und derartig beschimpfen, vor allem meine Redakteure, mit mir könnt ihr es ja machen, weil es sind viele persönliche Bekannte dabei, oder zwei, nicht viele, aber wie könnt ihr euch erdreisten, Menschen, die sich bemühen, einen guten Job zu machen, so abzukanzeln und vor allem Menschen, die seit 8 Jahren sich auch um die Ukraine gekümmert haben und Bachheimer.com seit 6 Jahren. Und da war euch alles wurscht, wie das da angefangen hat in der Ukraine. Das war euch alles egal. Euch war die Ukraine egal und euch war Bachheimer.com egal. Bachheimer will, ich sage es noch einmal, wir sind keine Putinisten, wir wollen eine ordnungsgemäße Beziehung zwischen Russland und Zentraleuropa. Aber leider Gottes wird das sofort als Parteinahme gewertet und ihr müsst uns beleidigen. Und vor allem mein Team beleidigen. Das kann ich so nicht dulden. Wo war eure Empörung, als die NATO gebombt hat? Wo war die Empörung, wie in der Ukraine die Präsidenten oder die Ministerpräsidenten ausgetauscht wurden? Und eins auch noch, wenn ihr euch so maßlos über uns ärgert und dass ihr so beleidigt werden müsst, warum schaltet sie uns immer wieder ein? Das ist schon fast pathologisch. Ich möchte noch einmal sagen, Kritik ist immer willkommen. Aber unlogische und beleidigende und in diesem Ausmaß, wie wir sie jetzt da verspüren mussten, Kritik ist nicht willkommen. Ich lese mir es durch, ich mache mir meine Rückschlüsse über diese Menschen. Aber eins muss man ehrlich sagen, das werde ich nicht posten und ich werde mir das auch nicht mehr gefallen lassen. Dreht es uns einfach ab. Es interessiert uns nicht mehr, weil das ist schon fast pathologisch, wenn das so unlogisch und beleidigend wird. Und warum das unlogisch und beleidigend ist, möchte ich euch jetzt kurz erklären und dann kommt eh schon der Klaus zur Sprache. Die Ukraine, seit 8 Jahren ist es ein Failed State, wo nie was gelungen ist, wo die Menschen ausgebeutet werden von ihren Politikern, von westlichen Konzernen. Einer der rohstoffreichsten Staaten der Welt wird ausgeplündert, dass es Ärger nicht mehr geht. Und was machen da die Menschen? Die wollen dieses Plünderregime weitermachen. Wisst ihr, was ihr da macht, wenn ihr so blind dieses Regime weiter unterstützt? Wisst ihr, was ihr da macht? Ihr stürzt weiterhin die ukrainische Bevölkerung, die armen Teufel, die nichts dafür können, in die Armut. Und was bringt euch das? Warum ist man... Wir sind gegen die Invasion, noch einmal, man kann es nicht oft genug sagen. Der Putin hat auch nichts verloren in dieser Ukraine. Die sollen eine Ruhe geben. Aber man kann doch nicht ein Regime unterstützen, das diese Menschen dort in Armut gestürzt hat. Ich darf jetzt bitte den Raphael bitten, einen Chart einzublenden. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Chart des GDPs, des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf von der Ukraine, von der Russischen Föderation, von der Türkei und von Polen von 1990 bis zum Jahr 2020. Sehen Sie, was da passiert ist? Polen, Türkei, die Türkei jetzt natürlich nicht mehr und die Russen, die haben ihr GDP
verdreifacht bis vervierfacht und das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine, das natürlich einmal in den 90er Jahren runtergegangen ist, aber dann einmal schön angestiegen ist, aber seit 2014 geht da überhaupt nichts weiter, liegt unter 1990. Nicht einmal die Zentralafrikanische Republik oder die Republik Kongo muss ein Minus verzeichnen. Und ihr seid dann alle so, wenn man nur versucht, neutral zu berichten, uns derartig zu diffamieren und mich als Freund derartig zu attackieren, das ist nicht rechtens und das ist nicht okay. Schaut euch das an, was euch ein Schweigen angerichtet haben. Schaut mal, was in der Ukraine wirklich passiert. Da gibt es Abgeordnete, die mit hunderten Millionen oder mit dutzenden Millionen Abgeordnete, ja, aus dem Land gehen. Der Herr Jasenjuk, der hat 2014 oder 2015 dieses Land übernommen für 2,5 Jahre, war nicht einmal 40 Jahre, ist vom Westen eingesetzt worden, ist Ministerpräsident worden, besitzt jetzt 2 Milliarden Dollar und hat 10 Villen in Miami Beach. Und ihr unterstützt sowas und beleidigt uns dann noch. Hört auf mit dem Blödsinn, macht gerechtfertigte Kritik. Bachemer macht viele Fehler, Bachemer macht auch viele Propagandafehler, weil wir eben Dinge übernehmen, die sich dann nicht als richtig herausnehmen. Genauso wie die anderen. Aber geht es ja so um mit dem Armin Wolf, wenn der ORF ein Bild zeigt aus Syrien und sagt, das war in der Ukraine, sagt ihr dann auch das, was ihr zu mir sagt und zu meinen Redakteuren? Das reicht mir einmal jetzt. Wirklich, hört auf mit dem Blödsinn, macht fundierte Kritik. Ich bin schon so sauer, aber jeden Tag muss ich mir das durchlesen. Ich kann nicht mehr schlafen wegen euch. Und das, wie gesagt, das sind Zähne von zig hunderttausend. Aber diese Zähne mit diesem Hass, wie die vorgehen, das reicht jetzt wirklich. Und nun zum Stoff. Das war Stoff. Ja.